So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder VR6 Turbo-Technik. Ja, gucken wir mal. Hoffentlich. Vier Wochen hat er geschlafen. Jetzt. Noch sind es 6 Zylinder. Jetzt muss ich mir gerade erstmal überlegen, wo wir im letzten Video, was wir im letzten Video überhaupt gemacht haben. Also unabhängig von dem Subi Motor 2021 Video. Wir sind ein Lauf keinen Gang reinbekommen, zweiter Lauf Keilriemen weg, dritter Lauf Boost Cut. Mhm. Beziehungsweise Ignition Cut war es ja. Mhm. Ah, stimmt. Achso, das letzte Video war auf dem Event. Seit dem Event stand das Auto auf. Ja, ich war auf diesem Hot Wheels Treffen dann noch und dann war. So, eigentlich ist jetzt Winter. Praktisch wollte ich gerade sagen, gehen dir die Ideen aus, das Ding umzubauen. Das ist aber auch nur praktisch so, weil theoretisch gibt es halt so ein paar Sachen schon. Ja, wenn sie mir ausgehen, gehen sie bei dir los. Nur irgendwas müssen wir mit dem Fahrzeug dieses Jahr auf jeden Fall nochmal machen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir müssen auf jeden Fall noch einmal zu Paul auf den Prüfstand. Mhm, leider. Weil, genau das war's. In einem der letzten Videos hatten wir dann nämlich auf dem Prüfstand ja das Problem, dass der Reifen so kaputt gegangen war. Der ist richtig kaputt. Da hatten wir ja bei 992, 96, 94 PS wieder knapp unter der 1000 aufgehört. So, und deswegen fahren wir in diesem Video zu Paul auf dem Prüfstand. Da kommt nämlich der Prüfstand direkt angeschraubt an die Radnaben. Das heißt, es gibt nicht mehr die Problematik mit Schlupf. So, Marius war da ein bisschen. Diese Problematik gibt es nicht mehr. Bisschen. Wir werden dann astrein Blick auf die Serienantriebswellen haben auf dem Prüfstand. Aber wir uns um die Ohren fliegen. Nein, so, da wir natürlich hier nichts. Man muss wirklich dazu sagen, das ist in unserem Fall eigentlich auch selten. Es ist das ganze Jahr lang toi 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 nichts kaputt gegangen. Ja, das macht mir auch ein bisschen Angst. Also. So, liegt aber auch daran, dass wir wirklich extrem gewissenhaft an die ganze Sache rangegangen sind. Ne? Ja. Also oft, wie man irgendwas gecheckt hat, geprüft hat, langsam weitergemacht hat und so weiter. Hier so, jetzt war allerdings meine Meinung, die ich jetzt lange vertreten habe, bevor nächstes Jahr im April was kaputt geht, 2 Tage vor dem Event, dann lieber jetzt vor dem Winter das riskieren, was wir nächstes Jahr eh machen würden. Und wenn es dann kaputt geht, wäre es halt genauso dann auch kaputt gegangen. Wobei aufmachen tun man ja so oder so und dann ist eigentlich, will ich sagen, egal ob er heil oder kaputt ist, genau. Aber ja, ein heiler Motor eh noch mal raus. Ein heiler Motor ist schon immer schöner zu zerlegen, ne? Weil dann sieht man wenigstens Verschleiß und so weiter. Ja, oder wir stellen diesen hier vielleicht mal ausnahmsweise ins Regal so, ne? Ausnahmsweise. So, also als allererstes wolltest du allerdings ganz gerne nochmal Lagerschalen gucken. Ja, ich bin immer so ein Schisser mit den Pleuellagern, weil das ist eigentlich so das schwächste Glied, ne? Zusammen mit den kleinen Pleuelschrauben hier drin. Da würde ich gerne noch einmal fürs Gewissen so reingucken. Kolbenringe, Stege und so sehen wir eh nichts, Kopf sehen wir nichts. Verdichtung, Kompression kann ich messen, aber Pleuellager würde ich mir gerne einmal angucken. Nee, weil da ist es halt schon so, genau, in dem letzten Lauf war ja dann Öldruckcut. Mhm. Das heißt, dort war der Öldruck ein Atömchen geringer als sonst. Jetzt muss man dazu sagen, auch da sind wir, weil es unsere erste Saison mit dem Steuergerät war, extrem safe rangegangen. Das heißt, normalerweise lag der Öldruck von dem Motor immer so bei 5,3, 5,5 Bar. Wir sind auf safe gegangen, unter 5 Bar. Bei der Drehzahl kommt der Cut. Jetzt muss man sagen, relativ schnell diesmal Läufe hintereinander gefahren. Das heißt, Öltemperatur war 10, 15 Grad höher und schon geht natürlich der Öldruck ein bisschen runter. Ja. Vermutlich. 4,96 waren es. So, das heißt, man kann sich jetzt drüber aufregen oder einige haben sich drüber aufgeregt, dass das ein bisschen zu sensibel eingestellt war. Jetzt muss man es aber auch immer andersrum sehen. Wenn man es nicht so sensibel einstellt, hat es halt eigentlich auch keinen Sinn, sondern dann fährt man es halt in der Hektik einfach kaputt. Ja. Ne? Deswegen. Gerade weil ich auch einer bin, der immer nirgends drauf guckt und durchzieht. Dann. So, natürlich könnte man es jetzt runterstellen auf 4,7 Bar als Schwellenwert und so. Ne? Aber das Thema von gestern. Auf jeden Fall lässt uns das auf jeden Fall einmal die Pleuellager angucken. Ja. Weil vielleicht ahnt sich da ja doch irgendwie was an. Merken tut man bisher nichts. Deswegen, ich würde sagen, jetzt erstmal einmal Front ab, Ölwanne runter, Pleuellager gucken. Ja. Dann wollen wir so eine Ölprobe jetzt endlich mal machen. Genau. Haben wir jetzt gerade nicht hier, doch hier. Doch, haben wir. Da ist schon eine drin. Motul. Ah, stimmt, da ist ja noch eine da drin. Ist eine vor. So, das macht es natürlich jetzt noch besser. Wir werden. Oh, das wird cool. Weil es gibt bei Motul eh einen Mitarbeiter. Das ist dort der Ölguru. Der kann auch perfekt erklären. Das heißt, wir haben hier jetzt schon Alter, einmal neues, vorbildlich sogar beschriftet hier. 30.09. Ja, die Urinprobe. 30.09. Okay. Das heißt, wir haben sogar, das ist Öl nach dem Prüfstand vor dem Event. Ne? Genau. Das heißt, wir haben nach dem Prüfstand vor dem Event. Dann machen wir das gleiche jetzt nochmal mit jetzt gerade. Ja. Und dann machen wir noch eine nach dem nächsten Mal Prüfstand. Ja. Das heißt, wir schicken mal Hammer 3 Ölproben zu Motuling.
Wenn wir das Öl bei Paul von der Erde wischen können, weißt du. Und wenn sie die dann ausgewertet haben, dann machen wir zusammen mit dem Ölexperten. Eigentlich müsste ja so ein Verschleißbild zu erkennen sein, ne? Oder? Oder vielleicht auch nicht. Also man kriegt richtig ein Diagramm, wo richtig Kupferanteil und so weiter drin steht. So, ne? Wir sehen sowohl Ethanolanteil, Wasseranteil, Kupferanteil und so weiter. Also man bitte einmal alles sehen. Wasseranteil ist halt immer ein bisschen doof, weil der hat jetzt natürlich ohne Ende Kaltstarts gekriegt. Das heißt, genau, das Öl hier drin wird jetzt nicht ganz so geil sein, aber Kupferanteil und so ändert ja nichts. So. Wird aber witzig, weil der Gute war schon ein paar Mal auch bei Sumi im Video, weil Motul kommt aus Bonn und das ist ja direkt um Ecke, deswegen sind die da relativ in enger Zusammenarbeit. Okay, mal wieder genug geschnackt, Ölwanne runter, Lager checken, anschließend Prüfstand und aufdrehen. Hoffentlich. Weil man muss dazu sagen, eigentlich haben wir wirklich bisher noch nie aufgedreht und geguckt, was geht. Es war immer so, man hat sich Ziele gesteckt, die Ziele haben wir erreicht und dann war halt auch erstmal gut. Eigentlich hat Chris von TTE mal gesagt, der Lader soll 3 bar machen, ne? So. Haben wir noch nie gemacht halt. Ne? So, es waren jetzt schon auf dem Flugplatz mal 2,8. Taktung nach oben hin ist immer noch da, ob am Ende Leistung kommt und so weiter. Seht ihr hoffentlich im weiteren Teil des Videos. Jetzt hätten wir es fast vergessen. Natürlich gibt es in diesem Video auch wieder etwas zu gewinnen. Wir haben tatsächlich bei Lidl noch eine ergattert. Ja. Von unserer Parkside Premium Bandsäge. Das heißt, der Kommentar in diesem Video mit den meisten Likes in einer Woche kriegt von uns zu Weihnachten diese Bandsäge geschenkt. Ich war wirklich nächsten Tag um 7 Uhr los. Und es war, also ich habe echt viele mit geschrieben, dass es noch schwer war, eine zu kriegen und so weiter. Wir waren zwar eine Woche schon zu spät eigentlich, also die war schon aus dem Angebot raus, ne? Aber wir haben tatsächlich noch eine ergattert. Falsch, wir haben sogar zwei ergattert, weil wir uns auf jeden Fall eine weitere noch auf Lager stellen. Weil das Ding ist halt einfach so mobil, kann man sich immer mal wegstellen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, so viel zum Thema Gewinn. Jetzt ist die Ölwanne ab, wie ich sehe. Ja, und 6 Pleuel sind noch da. Und was gibt es so zu berichten? Oh, weiß ich nicht, sag du es mir. Wir haben ein Hauptlager, irgendwo so ein mittleres, sag ich mal. Das sieht, würde ich sagen, ja, sieht aus wie neu. Gut, sehr gut aus, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, weil das Risiko ist halt immer, wenn die Hauptlager anfangen, ein bisschen zu fressen, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Dann wandert das halt durch die Ölversorgung in das Pleuellager, weil die Kohlewelle so gebohrt ist, dass das Öl von dem Lager in da reinkommt. So, und hier ist auch das Gute, in dem Fall ist das ja sogar die belastete Seite, weil die Kohlewelle ja nach unten gedrückt wird, ne? Ja. So. Also das sieht doch schon mal hervorragend aus. Da brauchen wir uns rein gar keine Gedanken machen. Ja, Pleuel sind die unten liegen, logischerweise mal die oberen, also Lagerschalen. Genau, das ist die druckbelastete, weil das Pleuel wird hier nach unten gedrückt. Mhm. Jetzt weiß ich gerade nicht, von wo das Öl in den Motor kommt. Also ich würde sagen, dass diese hier zuerst Öl bekommen und diese da zuletzt, die du ja gerade hast. Mhm. Bin mir jetzt aber gar nicht ganz sicher. Hier ist auf jeden Fall, das wird jetzt auf der Kamera gleich viel, viel, viel schlimmer aussehen, als es live eigentlich ist. So, weil das ist ja wirklich, also eigentlich sieht selbst das annähernd perfekt aus, ne? Weil du spürst wirklich, wenn du die Augen zumachst, spürst du da wirklich gar nichts. Mhm. Das ist ja wirklich nur ein Hauch von der Anlauffarbe. Und hier genauso. Also da sieht man wirklich rein gar keinen Dreck oder ähnliches. Einige werden jetzt sagen, mach neue rein und so weiter. Ja. Habe ich etliche Diskussionen mit Björn damals gehabt. Das halbe Internet hat gesagt, die Lage auf keinen Fall rein wird kaputt gehen. Björn hat gesagt, baue sie ein. Ich gesagt, okay, ich baue sie ein. Und Motor lief und lief und lief. Ja. Das ist wirklich, das sind wirklich Toleranzen,
Deswegen ist auch diese Beschichtung drauf vom Einlaufen und so weiter. Also da ist definitiv noch kein Verschleiß da. Ne? Hier ist ein bisschen mehr. Mhm. Das würde ich halt sagen. Da sieht man hier auch so ein bisschen diese Striche, die da sind. Da ist definitiv mal ein bisschen... Das wird Dreck gewesen sein. Ja. Aber selbst das spürt man mit dem Finger auch nicht. Ne? So, da kann halt mal ein bisschen Dreck zwischengekommen sein. Aber unterm Strich ist selbst das halt auch wirklich nur wie, ich sag jetzt mal, wie rauspoliert, ne? Ja, steckst halt nicht drin, ne? Also ich glaube, noch mehr als wir die Motoren reinigen, glaube ich, kannst du da fast nicht reinigen. Ja, oder das kann ja auch einfach jederzeit im Betrieb einfach mal auch direkt reinkommen, ne? Ja, oder was lösen oder so, ne? So, hier sieht man so minimal diese kleinen Pünktchen, die da sich so bilden. Da war damals Björn der Meinung, dass das schon ein Zeichen ist, dass der Öldruck teilweise fast zu hoch ist. Ja. Wenn der Öldruck irgendwann zu hoch ist, reißt man so kleine Stückchen aus der Oberfläche. Okay. Und das würde auch wiederum zu der Seite passen. Weißt du, weil was hier ja leicht rauskommt, muss ich dann in dem Moment ja einmal drin durch verteilen. Und der Öldruck war ja schon bei dir immer recht hoch. Ne? Ja, eigentlich ja. Aber ich würde es jetzt für noch einmal auf den Prüfstand fahren, würde ich es auf gar keinen Fall. So, weil gefährlich wird es halt erst, wenn die Schicht, die man jetzt hier sieht, wenn die Schicht allmählich langsam ein bisschen angefressen werden würde, wäre das was anderes. Ja, ne, ich würde auch sagen, für den Zweck schmeißen wir ihn nochmal wieder rein. Das würde ich definitiv auch sagen. Sieht man ein Kohlwelle irgendwas? Nee, gar nichts. Sieht aus wie neu. Da ist nichts. Ja, nee, ich würde sagen, 1:1 so wieder rein und ab auf den Prüfstand. So, wir sind bei Paul in Schneverding angekommen. Marius zieht nochmal einen entspannten Kaffee hier schnell durch, ja, wer weiß, bevor es jetzt gleich losgeht. Auto ist soweit aufgespannt. Mittlerweile brauche ich es ja nicht mal erklären. Wir sind jetzt hier auf dem Prüfstand, wo der Prüfstand direkt an die Radnabe angekoppelt wird. Das heißt, hier kann jetzt nichts mehr durchdrehen. Es kann nur noch kaputt gehen. So, Paul ist auch schon fast am Start. Wie ist das? Was messen wir jetzt hier? Messen wir am... Du kannst nur an der Radnabe messen. Wir müssen einmal Radleistung. Ja. Macht also er irgendwie eine Art Verlustleistung? Hochrechnet trotzdem? Nee, es gibt hier nur diesen einen. Es wird nur das gemessen, was da ankommt. Also eigentlich das, was wichtig ist. Das Wichtigste, ne? Marius sagte eben gerade auch schon, hierfür wird es wahrscheinlich leider heute nicht reichen für die Liste. Kriegt man das gefilmt hier? Ja. Weil selbst der 10. bei Paul auf der Liste. Nee, der ist nicht, der muss weg, da fehlt einer. Die Liste fängt bei 1239 jetzt an. Ja, 1239 fängt die Liste an. Ja, wir sollten mal 11 bis 20 noch. Ich habe überlegt, hier noch einen Klopapierrollenhalter machen, eine Klopapierrolle und du Best auf 100 machen, dass man so ausmachen kann. Ja, irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall. Nee, oder Taschentücher für die anderen, die es nicht haben. Ja, ja. Mich erinnert so ein Schild immer so an diese alten Disco-Zeiten, weißt du, wo so mit Neon-Schrift irgendwie so ein Preis draufgeschrieben wurde. Wodka wohl, ne? 2 Euro, ne? Im Fall. Nein, aber man muss einfach sagen, hier 2900 PS ist halt schon, das ist schon krank, ne? Das ist schon so mit 2700 Newtonmeter, ne? Ja, das heißt, das ist für den Prüfstand heute nur Warmfahren. Da bremst er gar nicht für wahrscheinlich. Wie ist das gleich bei der Messung? Du gibst einfach nur Vollgas und der Prüfstand hat dauerhaft die gleiche Bremse oder bremst der so irgendwie die Leistung ein? Weil es klingt immer anders. Er bremst immer ein. Also kurz gesagt, bevor ich starte den Prüfstand, bevor ich ihn starte, gehe ich auf Vollgas. Also ich leite ihn schon mal vor. Mhm. Also ich fahre den Motor sozusagen gegen die Last und dann gebe ich ihn frei. Dann ziehe ich ihm das Drehzahlbegrenzer und dann drücke ich nochmal drauf, das ist halt Ende und dann misst er halt den Bereich. Klingt Material schon. Ja. Na, also kurz gesagt, wir können auch die Startdrehzahl hochsetzen, dann hast du natürlich mit deutlich höherem Ladedruck startest du, dann wird die Messung halt kürzer. Und dann. Wo fängst du jetzt bei dem zum Beispiel an zu messen? Ich habe bei 2,2 glaube ich eingestellt. Mhm. Also. Okay, wichtig ist auf jeden Fall immer vierte Gang, weil der hat bisher so gut gehalten, dass wir die Hoffnung haben, dass der... Ja, ab und zu bei den Sauger gibt es. Also vom Kumpel von mir, vom Poldi, der so ein Corsa. Ja, haben wir nicht mal geschafft, mussten das Ding echt im
dritten Gang messen, weil im vierten Gang hat der Sauger untenrum nicht geschafft, den Prüfstand anzutreiben, dass ich einen Drehzahlabnahme machen kann. Da ist der Motor ausgegangen. Wir starten jetzt hier mit 2,2. Das heißt, bis wie viel Bar geht es überhaupt? Nee, 2200 Drehzahl. Ach so, ich dachte Bar. Nee. Bar müsste, Bar. Also softwaremäßig ist da jetzt ein bisschen angepasst die Map vom letzten Event drauf. Das heißt, das, was das Auto im fünften Gang gefahren wäre. Das heißt, das müsste irgendwas so 2,75 Bar mit einem kleinen Peak nach hinten raus hoffentlich funktionieren. Schauen wir mal. Hast du irgendwie schon Bescheid gesagt, dass wir auf ich würde sagen, wir messen einfach mal eine Messung und dann gucken wir mal, ob da noch was geht oder ob schon Feierabend ist. Oder ob ihr sauber machen müsst. PS. Was willst du jetzt hören? Zum 1884. Mal. Aber es lebt alles noch. Ja, alles gut. Ist natürlich hier auch was anderes. War klar, das war weniger haben als auf der Rolle, also auf einem normalen. Aber Was war der letzte Stand? 9,92. Ich weiß aber jetzt nicht, was die jetzt gerade an Ladedruck gefahren sind. Gucken wir mal. Ich hoffe, es kommt noch was. Ja, was hattet ihr, Leistung? 992. Ja, das war ungefähr 50 PS. Verlust. Wenn... Zwischen drei. Das ist so laut. Es ist wirklich laut. Ja, muss ich. Gut, dass er da hängt. Ich habe es ja nicht gesehen, Gott sei Dank. Wie hoch haben wir gedreht laut Lok? Laut Lok, wo du vom Gas gegangen bist, 8,2. Und der Begrenzer fängt wo an? Bei 7,9. Ja, passt. Passt ja hier. Da fängt dann die Leistung an. Genau, also der letzte Peak hier am Ende ist definitiv da, wo der Begrenzer schon einsetzt. Ja, genau. Ich glaube jetzt, das Höherbringen nicht. Ich glaube nicht, dass das da noch großartig hochgeht. Nein, ich wollte das nur wissen, weil wenn ich den Prüfstand annehme bei den Autos, ich gucke immer auf Drehzahlmesser und dann drücke ich ihn auf 3000, also Dings ist. Ja. Und wenn er dann. Mag zwar nichts für die Messung aus, aber wenn da jetzt 100, 200 Umdrehungen Unterschied werden oder so, dann werde ich ihn nochmal einmessen. So, Marius, guck mal. Das passt ja. Überbringen nichts. Also wir fangen an bei 2,8 Bar. Schade, okay. Das klingt schon zu stark. Zwischendurch mal 2,9, aber die hält da wirklich auf den Punkt, die 2,8 bis zum Ende. Also 3,5 aus. Schade. So, jetzt sind wir wirklich in einem Bereich, wo es im Krümmer, also wir haben jetzt im Krümmer dauerhaft hier 5 Bar so in dem Dreh. Also das ist schon definitiv, das ist für den Lader jetzt schon... Kotzgrenze. Gut, das heißt, wir können aber auch sagen, wir sind definitiv nicht 1000 PS gefahren für 300 km/h, ne? Weil das war jetzt ja genau der Druck. Ja, man hat jetzt so ein bisschen Fahrtwind dazu und so weiter, ne? Also er ist hier definitiv bei dem Druck krasser, sowohl vom Klingeln her und so weiter, als wenn du mit dem gleichen Druck auf der Straße fährst. Das definitiv. Mhm. Und auch der Gegendruck ist hier viel, viel, viel krasser. Mhm. Guck mal, wir haben jetzt hier 5 Bar. 5 Bar Gegendruck, das ist schon heavy. Du hast halt auch schon so jetzt... Von der Zündung her wird das langsam Grenze. 60 PS finden wir da nicht auf jeden Fall. Ja, mal abfahren. Was war es jetzt von Lambda? 0,77? Genau, da sind wir halt noch ultra safe. Ne, es waren sogar 0,75. Ganz ehrlich, mach das immer auf 3,1, wenn du hochdrehst und gucken, was passiert. Vom Druck her meinst du? Ja. Nee, also werden da jetzt auf jeden Fall nochmal was kommen. Wenn die Leistung hochgeht, genau, dann geht die hoch. Ich wollte jetzt einmal gucken. Weil das mit dem Drücken, mit dem Lader, mit dem Gegendruck, das ist immer so eine wilde Theorie, weißt du? Das Problem ist, dass was gucken, bei Herr Kess kenne ich schon. Was auf jeden Fall gut ist, was er wirklich sagen muss, ist das, was ich gerade mir so im Bus zusammengelogen habe, ist, dass er fährt jetzt vom Druck her, macht er genau das, was er soll. Also er fährt diese 2,8 durchgehend, da ist vielleicht mal 1% als Korrektur zwischen. Ne? So, das heißt, da können wir jetzt theoretisch, das waren jetzt 69%, 70%, 71%, ja, da kann man definitiv noch mal ein bisschen draufschreiben. Jetzt wollte ich nur einmal gucken, was Sprit so macht. Weil da ist nicht mehr ganz so viel Luft. Also Ladedruck gefällt mir. Das sieht gut aus. Das habe ich mir gedacht. Das klingt auch so. Das klingt nicht so toll, ehrlich gesagt. Entzündungen mehr machen auf gar keinen Fall. Wo ist der Nock? Ach, da unten ist Nock. Okay. Da ist auf gar keinen Fall. Da sieht man schon, dass sich so der eine oder andere mal so ein bisschen ankündigt. Jetzt nicht exorbitant, weil die Kurve normalerweise ist, wenn er so richtig anfängt zu klopfen, wie hier zum Beispiel, dann gibt es wirklich mal so einen Ausschlag nach oben. Also das ist noch,
Das ist alles noch legitim. Ich würde jetzt... Wo hast du Öldruck? Öldruck ist hier unten, 6,3 Bar. Okay. Das Klopfen regelt er selber weg im Steuergerät? Nein, nein. Der Kolben regelt das. Das haben wir ausgeschaltet. Okay. Mit Absicht, gerade auf dem Prüfstand, ne, damit er wirklich das macht, was er soll und nicht wieder 1 Million Mal Läufe brauchst, bis er das eingeregelt hat. Aber normalerweise kann das das Steuergerät. Ich muss ihm halt ganz genau dann in dem Moment sagen, was er tun soll. Mhm. Ne? Wie viel wegnehmen. Das wir müssen halt jetzt aber auch dazu sagen, dass wir auf der Straße kein Klopfereignis hatten. Ne? Ja, genau, also auf dem Event sieht das schon deutlich anders aus als hier. 900 Grad Abgastemperatur ist halt noch ein Witz. Das heißt, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde nochmal 10% mit dem Druck hochgehen. Mhm. Würde ihn ein Atömchen magerer machen. Dass wir eher so 0,78 statt 0,75 fahren. Die Frage ist ja auch, ob er den Druck überhaupt, ob er da Bock drauf hat, ne? Ja, doch, ich glaube schon. Okay. Würde die Drehzahl nicht höher machen und würde Zündung 1-2 Grad wegnehmen. Mhm. Zündung würde ich definitiv 1-2 Grad runter machen und dann... Was bewirkst du dadurch? Durch, dass du, dass du das runternimmst? Je weniger fährst, je weniger klopft es einfach. Mhm, okay. So, ne? Das heißt, ich würde jetzt mal gucken, wenn man jetzt hier 1-2 Grad wegnimmt, ob... es genau so ist, weil eine Garantie, dass das ein Klopfen ist, gibt es nie. Das können auch einfach nur irgendwelche Motorgeräusche sein. Mhm. Ne, weil die Akustik hier drin ist natürlich schon heavy. Ne? Einfach nur gucken, was halt passiert. Fakt ist, nur mit dem Lambda 0,75 verschenkst du natürlich auch noch ein bisschen Leistung. Ja, das hatten wir bei Chris damals mal, es waren 30, 40 PS. Ne? Ja. Ist es jetzt aber, jetzt sehe ich gerade, hier siehst du es auch perfekt. Guck mal, Max-Leistung hat er bei 7,8, wo auch genau der Drehzahlbegrenzer anfängt. Ne? Ja. Also das ist schon so, aber ich würde da trotzdem, ich würde erstmal mit Lader gucken. Ja. Aber könnte man jetzt so hier direkt vor Ort die Drehzahl einfach erhöhen? Ja, klar, ist ein Knopfdruck. Okay. Aber dann ist Baustelle. Das wissen wir danach. Ja. Nee, man sieht aber auch an der Kurve, also, es ist jetzt ja nicht so, dass die so exorbitant steil hinten nach oben geht, dass mehr Drehen immer mehr Leistung, dass wir dann da irgendwo oben da so an der Decke landen. Mhm. Ist ja nicht so, er hält halt immerhin schön die Leistung. Ne? Ja. So, das heißt ja, guck mal, du hast ja immerhin zwischen, ich sag jetzt mal so 5, 8 und 8 hast du ja komplett immer in die Leistung so stehen, ne? Ja, Drehzahl sind ja nur meine Sorge, die kleinen Pollschrauben. Ja. Das ist bei Drehzahl genau... Wobei das in dem Fall da egal ist, weil wenn du vom Gas gehst, stehen da eh immer 9000. Mhm. Das heißt, ja, so 5, 16 sind da. Das ist als Malbus angekündigt. Ich hab die Sprache eigentlich. Du kannst dich erinnern, ne, was du gesagt hast, ne? Es ist eh Winter, Saison zu Ende. Ja. Ich baue sowieso einen neuen Motor, wir wollen gucken, was geht. So. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Plollerschaden habe oder ob was rausguckt. Das ist mal ein Unterschied. Nein, wir wollen jetzt ja nicht günstig zerstören. Wir gucken jetzt mal im Laptop, schrauben das alles ein bisschen hoch und dann machen wir auf jeden Fall gleich noch eine Messung. Ich Was haben wir jetzt? Also gemessen waren es jetzt 946. Allerdings die auch von der Drehzahl her, nee, doch bei der gleichen, auch kurz vorher wieder bei 7,7. Jetzt gucken wir mal einmal rein bei 7,7. Nee, pass auf, jetzt kommt's über. Also bei 7,7 hat er definitiv den gleichen Druck gemacht, 2,8. So. War allerdings 0,02 Magra, das heißt 0,78. Mhm. Und das sind die 6 PS. Mhm. Wolltest du denn, dass er mehr Druck macht? Ja. Kommt aber nicht mehr. Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Es hat vielleicht nicht. Also, er hat vorher. Können wir die beiden Kurven mal übereinander legen? Ah, okay, wir haben aber später jetzt reingekriegt, ne? Und deswegen fängt jetzt später an, ne? Ja. Deswegen können wir es jetzt nicht ganz so. Aber doch, du siehst in der, hier so im mittleren Bereich bei 6,8, ne? Warte mal, ich kann dich auch mit dem Corsa hingehen, wo du willst. Geh mal da so auf 6,8 ungefähr. Mein Corsa, hier. So, noch einen nach rechts. So, da siehst du, dass es da auch, okay, das sind auch nur 5 PS. Das ist so ein ganz bisschen, da sind es mal 11 PS, 12 PS. So, da also ist schon ein bisschen, weil er also obenrum macht er mehr Leistung als... Er hat schon in dem Bereich, hatten wir schon mal zwischendrin auch knappe Treiber. Aber da, wo die Maximalleistung ist, da haben wir fast wieder den gleichen Druck. Mhm. Was interessant ist, die 1,5 Grad Zündung, die ich weggenommen habe, die machen ihn gleich wieder ruhig. Also das wird auf jeden Fall Grenze sein.
Die 27 Grad, oder was stand da drin? Ne, 24 bei der, vorher 25,5. Okay. Weil dieses Auto will einfach keine 1000 PS, Mann. Das ist brutal. Nicht, dass da immer noch ein Drossel drin ist. So, also ab 6. Ab 6, 8 geht der Druck runter. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ab 6, 8, da sind wir jetzt gerade gefahren, 72%. Mhm. Da würde ich jetzt mal rausmachen, 100%. Bissbegrenzer. Bissbegrenzer. Ja, wenn er auf einmal 3,5 macht, das macht er nicht. Okay. Nicht, dass das jetzt genau so ein Step ist vom Tippern her, wo er dann... Nee. Das ist eher unten raus. Oben raus, okay. Nicht. Wenn ich jetzt 100 mache, macht er eh nur 85, weil das, das Ventil ist auf 85 begrenzt. Das heißt, er wird dann 85 fahren. Okay, das heißt, wir sind aber jetzt doch da angekommen, wo der Lader am Ende ist quasi. Das kann ich dir dann sagen, wenn wir jetzt noch 100 reinschreiben und nicht mehr Druck kommt. Guck mal ins ADU bitte einmal, was der an Druck gemacht hat. Das werde ich jetzt nicht mehr können, weil ich schon abgezogen. Ach so, ja, okay. Muss am Laptop dran sein, denn der hat keinen Speicher intern. Okay. Lockt das ADU genauso wie die Spritze? Wenn ein Rechner dran ist, ja. Okay. Aber der jetzt muss man dazu sagen, am ADU, wir haben keine freien Eingänge mehr für Sensoren am Steuergerät. Ne? Wir hätten die jetzt natürlich über Ken hier reinholen können, ne? Aber soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ab 6700 ist er unter den Treiber. Mhm. Das heißt, davor stelle ich eh nicht mehr. Mhm. So, und wir werden damit, ich sage jetzt mal vorsichtig, angenommen, ich mache jetzt so 85-90%, da werden keine 300 Bar stehen. Ich würde es nur einmal einbringen, immer fegen lassen hier. Aber ich fand es jetzt nicht so kritisch. Was höchstgradig interessant ist, zur Beruhigung, damit du dich auch ein bisschen beruhigst hier. Wir haben die Wasserpumpe stärker gemacht. Mhm. Also wir sind vorher mit Wasserpumpe auf 10% gefahren, elektronisch regelbar. Jetzt haben wir die Wasserpumpe mal auf 50% gemacht und schon hast du nur noch ein Bar. Mhm. Also 2-3 Zehntel. Also wir brauchten tatsächlich doch mehr Volumen auf Drehzahl zum Wegkriegen. Also die müssen wir im Winter dann PWM steuern. Ja. BB was? Das heißt, ich würde gerne die Wasserpumpe so anklemmen, dass er die Wasserpumpe wie den Ladedruck auch quasi zur Drehzahl takten kann. Ja, sie ist am Steuergerät dran. Ja, du kannst sie theoretisch sogar über den Wasserdruck regeln. Also du kannst theoretisch sagen, parallel zum Wasserdruck, Pumpe immer stärker machen. Mhm. Also Zündung würde ich nicht anfassen. Nö, dann bleiben wir da mal lieber. Zündung, können wir die Kolbe nochmal verwenden? Zündung würde ich erstmal nicht mal. Also ist halt die Frage, wenn du sagst, wir machen lieber 1-2 Messung noch. Klar, dann fangen wir jetzt an und legen erstmal 10% drauf. Du musst mit Subi klären, wann er Zeit hat. Nein, mach das ruhig. Ich würde ab 6, 8... Also ich wäre jetzt skeptischer, wenn du den Druck irgendwo bei 5000 stellen würdest, weil das halt deutlich mehr bei Materialbelastung ist. Ne? Ich sag dir, wenn wir wollen, stellen wir 1300 Newtonmeter ohne Problem. Ja, brauchen wir nicht. Genau. Bringt nur rein gar nichts. Ich hatte halt gehofft, dass ich mir einen 1000 PS DIN A4 ins Büro und hänge. Da würde dann noch alles rausfallen, aber wir ziehen wirklich nur auf den letzten Umdrehung. Wir könnten sogar das Konträr dazu machen und ich könnte noch in der Mitte runterstellen. Mhm. Das würde am Ende für die Max-Leistung sogar besser sein. Ja, Marius. Ja. Es tut sich auf jeden Fall was. Das waren jetzt immerhin schon mal 956. So, ich habe diesmal auf jeden Fall mitgenommen, Druck vor und hinter dem Kühler schon mal. Und da sagt er, wir fangen hier so bei 3,4 vorm Kühler, 3,1 hinterm Kühler. Das heißt so 3 Zehntel Druckverlust ungefähr im Ladeluftkühler. Mhm. Was ich aber eigentlich okay finde. So, jetzt sehen wir aber, Treiber, ne? Knapp drunter zumindest. Und ab hier fährt er jetzt 100% Taktung. Da sind doch in dem Fall wirklich 100%, ne? Mhm. Aber kommt nichts. Druck geht aber immer weiter runter. Auf Drehzahl halt, ne? Bis auf 2,8. Also mehr als 2,8 kommen aus dem Lader definitiv nicht. Nicht raus. Die Messung ging jetzt gerade so schnell, dass die Lambda-Sonde noch nicht an war. Ah. Das heißt, er kann auch nicht regeln.
Das heißt, er fährt stumpf nach Kenfeld. Das kann jetzt gepasst haben, kann aber auch nicht gepasst haben. Ja, so. Gut, aber was wäre da vielleicht nochmal 10 PS, wenn überhaupt? Ja. Ja. Also viel mehr ist das definitiv nicht. Klopfen sieht definitiv besser aus. Das passt soweit. Abgastemperatur 870 Grad eigentlich auch top. Aber die Frage ist, ob wir jetzt noch eine Messung machen, sonst ärgern wir uns wieder den ganzen Winter drüber, dass wir keinen Lambda-Wert haben. Das überlegen ich mir jetzt gleich. Ich wollte einmal gucken. War definitiv 100%. Also was wir auf jeden Fall in dem Moment jetzt sagen können, ab 7000 werden wir keinen Druck mehr gestellt kriegen. Mhm. So, das heißt, da ist definitiv Lader jetzt am Ende. Das muss man auch dazu sagen, eigentlich ist das ein 900 PS Lader, TTE verkauft wird als TTE 900. Das heißt, auf dem großen Sechszylinder und am Rad gemessen sind wir mit 956 schon gut dabei. Ja. Was man jetzt allerdings sagen muss ist, diese 956 PS haben wir aktuell auf Drehzahl. Deswegen ist das Drehmoment auch noch so gering. Man könnte jetzt im mittleren Bereich, wo die 3 Bar stehen, ich sage jetzt mal als Beispiel bei 6,5, haben wir 65% Taktung. Das heißt, da könnte man jetzt natürlich Druck noch hochschieben. Das will Marius aber nicht. Dann geht Drehmoment exorbitant hoch und somit auch die Leistung. Ich bin aber der Meinung, es geht mehr ins Material. Genau. Also Kupplung, Getriebe, Antriebswelle. Das macht in dem Moment definitiv alles kaputt und macht halt auch definitiv auf dem Event nicht schnell, sondern lässt die Räder durchdrehen. Ja. So, das ist halt nach wie vor eine Abstimmung, die das Auto nicht durchdrehen lässt. So, was man jetzt auch dazu sagen muss, wir sind jetzt immerhin noch 25,5 Grad Zündung gefahren. Das heißt, da wird schon der ein oder andere... Das wird jetzt so Altende sein einfach, ne? Was der ein oder andere VR-Fahrer jetzt wieder nicht glauben wird, war aber so. Und ja, auf jeden Fall schon mal krasse Leistung, dass das Ding wirklich einfach immer noch hält, ne? Dass da noch nichts geguckt hat. Ja, aber wie gesagt, man muss auch wirklich zur Verteidigung sagen, wir gehen das Ganze wirklich immer vorsichtig an. Also nicht direkt hier so buff, gib ihm rein. Ja, aber, also, so, ne, weil, ja. Wie gesagt, wir könnten jetzt im mittleren Bereich da stellen, so, ne, dann wird da vielleicht auch nochmal was kommen, aber unterm Strich macht es auf jeden Fall das Auto schneller. Wobei es wird doch dann einfach nur früher hochgehen und ein Plateau ergeben, theoretisch, oder? Ja, genau. Von der Kurve her. Nee, es wird früher hochgehen und nach hinten raus genauso abfallen. Mhm. So, ne? Weil der Lader nicht mehr kann. Genau. So, wir haben ihn oben raus, macht er alles, was geht. Im mittleren Bereich ist er noch gedrosselt. Das heißt, im mittleren Bereich kannst du kommen lassen. Dann geht Ladedruck hoch. Das heißt, wir reden davon von 3,5 Bar, wie auch immer. Jetzt ist das Gefährliche. Alles überhalb von 3 Bar erkennt das Steuergerät nicht mehr. Das heißt, er kann noch nicht weiter anfetten. Er hat natürlich noch eine Lambda-Regelung, wenn die Lambda-Sonne an wäre. Ne? Aber er fährt theoretisch schon statisch dann im letzten Wert des Kennfelds. Das heißt, wir müssten ihn künstlich dann hochschreiben. Ne? Was wäre jetzt der nächste Step? Also was für einen Lader steckt man da jetzt drauf? Nächstgrößte Sache. Ne? Wir können jetzt so, wir können jetzt einmal nochmal zur Sicherheit gucken. Aktuell haben wir die Max-Leistung so ungefähr bei 7,4 ist das ja, ne? Ja. So. Guck mal, da sind 900, also bei 650 fehlen uns schon deutlich Leistung. Ich muss mal kurz eine E-Mail schreiben hier. Siehst du, der blinkt, ist der letzte immer. Alter, der grüne. Ja. Genau. So. Guck, das heißt, wenn wir jetzt nach einem Bereich suchen, wo wir noch über die 1000 kommen könnten, ne, dann heißt das ja, selbst bei 6,8 müssen wir erstmal 100 PS drauflegen. Ja. Ne? Ja. So, das heißt so... Aber wenn überhaupt, könnte der Lader es halt da, ne? Nee, das würde schon... Wir könnten hier schon massiv drauflegen, ne? Aber dann geht da doch massiv das Drehmoment hoch, ne? Ja, nee, das müssen wir heute nicht testen. So, also das Drehmoment ist hier schon deutlich geringer als zum Beispiel auf meinem Prüfstand, ne? Wir haben schon 11 Piep gehabt, ne? Genau, weil das ist halt einfach die Messmethode. Ja. Weil du halt da so ranfährst, ne? So, aber ich behaupte mal, was man halt gucken könnte, ist, wenn man hier so bei 6,8... Das ist schon verabschiedet. Ich hätte schon Reha wieder drauf gesteckt, weil der klingt immer noch drin rum. Also, dass wir heute noch über 1000 kommen, die müssten wir definitiv raus, ich sag jetzt mal, erzwingen. Ja. So, wir sehen jetzt gerade aber in der Kurve schon, wie sie stark ansteigt. Das würde man schon eher plateaumäßiger schon hinkriegen. Keine Frage, das glaube ich schon. Der Moment, wo es abfällt nach hinten, den werden wir nicht,
den werden wir nicht geschönigt kriegen. Aber der wird im Zweifel weiter vorne dann sogar sein, ne? Dass er abfällt? Hä? Nee, der nimmt diesen Peak schon immer mit in dem Moment, ne? Also wir müssen halt genau hier bei 6,8, da müsste man ihm geben. So, theoretisch müssten wir jetzt anfangen und auch nochmal Nockenwellen ein bisschen verdrehen und so weiter, ne? Da aber jegliche Messwerte so entspannt sind und einfach nicht mehr Ladedruck kommt, glaube ich schon, dass wir da definitiv auf dem richtigen Weg sind. Wenn dich das glücklich stimmt heute Abend in der Badewanne, dass du da 500 Drehungen früher 50 PS hast. Witzig wäre, wir machen jetzt noch eine Messe und das sind 99. Also erstmal muss man sagen, überhaupt Respekt, dass das Ding überhaupt so viel hat, sagte Paul halt auch, weil der Prüfstand hier schon hart ist. Ne? Ja. So, also da haben schon ganz andere Autos mit viel, viel größeren Turboladern das nicht geschafft. Ne? Deswegen. Plus wir wissen, wie ich es zusammengebaut habe. So, ne? So, ich würde sagen, wir überlegen uns kurz was, checken einmal alles durch und entweder kriegt er gleich ein Video oder eine Abmoderation. Schon. Guck mal, also was auf jeden Fall ist, du hast jetzt 200 Umdrehungen früher. Mhm. So, also 957 PS waren das jetzt eben gerade. Kannst du die beiden Messungen, Paul, mal? Ja. Also er war schon deutlich früher. Nur die letzten beiden aus? Ja, egal, wie. Hauptsache man hat. So, siehst du, da siehst du es jetzt halt schon deutlich, ne? Grün ist die Messung vorher, gelb die jetzige. Mhm. Also ab 5,8 so ist da schon deutlich mehr Zunder. Und bei 7,2 sieht man halt einfach, das ist jetzt einfach Ending. Wir würden das jetzt immer weiter rausgeschoben kriegen vorne, ne? Für ein Allrad würdest du das machen. Allrad würde das Ding mit 1200 irgendwo bei 5,5 anknacken, ne? Aber hier dreht er eh nur durch, ne? Aber das ist halt auch ein Grund, warum er noch verhältnismäßig wenig durchdreht. Weil der mit Beschleunigung also, immer krasser zulegt, ne? So, aber von vorne, wenn ihr drin stehst, absolut geil. Von hinten ist noch brutaler. So, und jetzt sehen wir halt auch 7124 Umdrehung, 100% Taktung. Das ist jetzt genau da, siehst du ja, wo auch das Plateau so anfängt. Da ist jetzt wirklich, wir könnten es jetzt hier bei 6,6 waren es 85% Taktung. Ne? Das heißt, wir würden das Plateau jetzt noch weiter nach vorne geschoben kriegen. Aber mal, jetzt siehst du mal, wie das Phänomen vom Event, ne? Wir haben mit 6,2 bei Öldruck vorhin angefangen und je wärmer es wird, jetzt sind wir nur noch bei 5,5. Ne? Klar, natürlich, also weil der Motor natürlich mit der aber Zeit, aber war das, was uns beim letzten Lauf. So, aber klopfenmäßig bin ich begeistert. Ansaugluft-Temperatur top 24 Grad. Lambda sind wir jetzt auch schon ein Atömchen magerer gefahren. Das heißt, wir reden jetzt hier so von Lambda 08. Okay, das ist auch Grenze, ne? So, ne? Ja. Also für uns. Genau, viele werden jetzt sagen 0,83, wie auch immer. Aber man sieht ja, dass da nicht exorbitant Leistung kommt, definitiv. Ne? So. Deswegen. Also ich würde sagen, das ist jetzt definitiv... Was war da jetzt im Kummer los gerade bei der Messe? 5 war. 5,5. Da ist jetzt definitiv Ende erreicht. Ende erreicht heißt für den Motor wahrscheinlich noch lange nicht, ne? Weil der überlebt ja tatsächlich einen Lauf nach dem nächsten. Also vom Werten her ist das wirklich alles noch entspannt. Deswegen, wir hatten selten einen Motor, der eine ganze Saison durchgehalten hat. Muss man einfach mal so realistisch sagen. Ne? Der nächste wird schlechter. Und jetzt muss halt einfach nur größerer Turbo drauf und dann kommen da halt sofort 1-200 PS. Problem ist, bisher hatten wir gar nicht den Fokus drauf, weil du bist in dieser Saison nicht einmal diese Leistung eigentlich gefahren. Ja, das sind wir gefahren, 2,7 Bar in 5 Gang oder so, Ende 5. Mit oder alten so. Nockenwellen und so weiter. Ja. So, ne? Das heißt, untenrum haben wir eh alles Dosendruck gefahren. Ob die Leistung am Ende brauchbar ist, ist eine andere Sache. Wir wollten es einfach gerne noch mal einmal wissen, wie das Ganze auf, ich sag jetzt mal, dem härtesten Prüfstand aussieht. Oder Paul, der ist auch recht hart, der Prüfstand hier, ne? Mist, das was ankommt, ne?
Okay, er misst das, was ankommt. Mehr kommt halt leider nicht an. 957 ehrliche kommen an. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass die Zahl, die da steht, eigentlich peng ist. Es muss halt sich halt nur cool fahren. Ja, und ich bin auch happy, soll jetzt nicht so funktionieren. Und was man halt immer wieder dazu sagen muss, guck mal, wir haben jetzt 4 Messungen gemacht und er macht in allen 4 Messungen wirklich genau das, was er soll. Ne? Das darf man einfach auch immer nicht unterschätzen. Ne? Da müssen noch, wir die 1000 halt auf nächstes Jahr verschieben. Sind noch nicht mal bei 900 Grad, ne? Das ist halt auch nicht viel. Und jetzt gucke ich mal einmal, was hier die anderen. Genau, 900 war im Lader und im Krümmer der wärmste Zylinder hat 950. Mhm. 26 Grad Zündung. Also ich würde sagen, die Effizienz ist immer noch sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss halt einfach nur ein größerer Turbo her. Der halt oben raus dann ein bisschen mehr Druck stellt. Ne? Ja, dann wird es auch wieder ein entspannter Winter. Wenn man die Leistung haben will. Aber muss dann weiter irgendwas angepasst werden oder schiebst du einfach nur einen Lader drauf und abfahrt? Lader drauf, abfahrt. Ja, aber ich werde, ja, jein, kann man. Genau, für mehr Leistung werden wir jetzt definitiv mehr Sprit brauchen, weil die sind jetzt bei, ich sag jetzt mal im Schnitt bei 87%. Kommt aber an, wie viel mehr Leistung. Ne? 100 PS wirst du mit Benzindruck hoch noch hinkriegen. 200 definitiv. Aber du fährst auch noch mit normalem Sprit gerade? Nee, ist schon Ethanol drin. Aber entspannt finde ich auf jeden Fall wieder diese 9216 Rümmel. das wird aber leider das Phänomen ohne Blau auf sein. Siehst du ja richtig hier. Siehst du ja richtig, wenn du hier vom TPS, ja, genau. Wenn du da vom Gas gehst, bei, ich sag jetzt mal 8,4, macht er wirklich ohne Pop-Off-Ventil einen Überschwinger auf 9,2. Mhm. Ist los, will Fiona wissen, ob der Motor noch lebt? Ja, sie ist tatsächlich dran. So, ich würde sagen, danke Paul, dass wir Buschern nehmen durften. Ne? Vielen Dank. Hat alles überlebt. Das war es wahrscheinlich für dieses Jahr erstmal. Marsch. Und dann geht es wahrscheinlich irgendwann vielleicht mit einem schönen, größeren TTE. Dann kriegst du endlich dein Low-Poly gefrästes Gehäuse. Mal gucken. Vielen Dank. Ciao. Ciao.